Joyce ist bei mir und das freut mich besonders sehr, denn Joyce ist was ganz Besonderes, stimmt's? Das freut dich besonders sehr, denn ich bin was Besonderes. Hast du sehr wundervoll, besonders super gesagt. Ja. Weißt du, warum du was Besonderes bist? Nein. Weil du ein Mädchen bist auf YouTube. Aber das ist doch gar nichts Besonderes. Oder? Ja, aber doch, wenn man kein Beauty macht, dann ist das was Besonderes. Okay. Aber tatsächlich ist es ja so, dass viel mehr Typen das irgendwie machen. Warum? Beauty. Nein, nicht Beauty. Comedy? Insgesamt so. YouTube ist voller hässlicher Typen eigentlich. Entschuldigung. Meinst du dich? Ich bin ja auch einer davon. Nee, meinst du, Jungs sind lustiger oder woran könnte das Nein, liegen? Ich frag dich ja, woran liegt das? Haben Männer mehr Darstellungsdrang oder irgendwie sowas? Oder warum? Oder können die einfach besser mit dem Computer umgehen? Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, Männer sind ja auch ein länger Kind vielleicht manchmal. Und Frauen wollen gerne schneller erwachsen werden. Bei mir war das nicht so. Vielleicht bin ich da ein bisschen aus dem Raster gefallen. Ja, erwachsen werden. Joyce, du bist ja jetzt nicht mehr 12, ne? Doch. Du siehst aber immer noch so aus. Was ist dein Beauty-Geheimnis? Das Lustige ist, zwischen den ganzen Zuschauern hier, ne, falle ich ja manchmal gar nicht auf, weil ich so klein bin. Und die 14-Jährigen hier sind ja alle größer als ich. Und dann auf einmal gucken manche so runter und sagen, oh mein Gott, Joyce! Entdecken mich immer erst so ganz spät, wenn ich so vor denen stehe quasi. Aber bist du jemand, der viel schläft, sich gesund ernährt, viel Sport macht und eine Maske auflegt? Ich glaube tatsächlich, dass so eins meiner Jungbrunnen ist meine Größe. Ich bin halt sehr klein und zierlich und das sieht halt immer irgendwie jung aus. Oh, korrekt, dann lasse ich mir einfach hier irgendwie die Beine ein bisschen abhacken, dann bleibe ich auch jung. Nice. Also du machst ja jetzt auch nicht nur YouTube, du machst ja auch noch ganz viel anderen Scheiß, ne? Ja. Also geilen Scheiß natürlich. Aber du ziehst YouTube einfach durch. Ja, voll. YouTube ist ja das, was mir überhaupt so diese ganze Unabhängigkeit im Leben gibt. Deswegen wäre das total dumm, wenn ich jetzt sagen würde, jetzt mache ich ganz viele coole andere Sachen, jetzt haue ich YouTube weg, weil dann sind die coolen anderen Sachen bestimmt auch ganz schnell wieder weg. Aber es ist, wir haben mal telefoniert vor nicht allzu langer Zeit, meintest du, du hast irgendwie die 2 Nächte nicht geschlafen, musst jetzt schneiden, musst danach irgendwo hinfahren. Was ist da los bei der, also ist es zu stressig oder geht's noch? Phasenweise ist es zu stressig und da alles so viel Spaß macht, merkt man es manchmal gar nicht. Ne? Man ist dann echt so in so einem Film drin und irgendwann kann der Körper dann nicht mehr und dann merkt man so, ach krass, wie lange habe ich eigentlich jetzt nicht geschlafen? Ja. Aber also dein Körper macht es noch einigermaßen mit und bevor er komplett zusammenbricht, dann lässt du es mal ein bisschen, oder? Ja, voll. Ich nehme mir immer so einzelne Ruhephasen am Tag und versuche zu meditieren. Ich krieg's noch nicht so richtig hin. Aber ist es echt so, dass du schaffst du das, dich absichtlich zu beruhigen? Nee, das ist sau schwer. Ich fand Yoga immer scheiße, aber vielleicht sollte ich es jetzt mal machen. Ja, Yoga, ganz, ganz Trend jetzt, Hot Yoga habe ich jetzt gemacht. Was denn? Es ist bei 40 Grad, das ist total pervers. Alle schwitzen wie Sau und man hält es ungefähr 5 Minuten durch. Oh mein Gott, und was soll das bringen? Weiß ich auch nicht. Du und ich beim Hot-Yoga, Joyce, oder? Könnten wir mal ausprobieren. chillen, da habe ich hier stehen. Wie chillst du? Oder chill, also wenn du dann mal chillen kannst, kein Yoga, was machst du denn? Urlaub. Also ich merke das wirklich, wenn ich mal so raus bin aus Köln, meinen Computer nicht sehe und so, dass das die einzigen Momente sind, wo ich richtig abschalten kann. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dieses Jahr jeden Monat einmal zu verreisen. Und wenn es nur so 2 Tage sind oder so. Das ist ein sehr guter Vorsatz. Und mit diesem guten Vorsatz entlasse ich dich zurück. Weißt du, was jetzt alle wieder sagen? Wo hat Ihnen das ganze Geld her, um so oft zu verreisen? Das ja, wenn man so viel arbeitet wie du, dann hat man ja wohl auch Geld. Wenn du kein Geld hast, dann... Ich kann es ja auch nicht ausgeben die ganze Zeit, weil ich ja nur arbeite. Ja, perfekt. Lass tauschen. Nein, lass nicht tauschen. Ich will nicht Joyce sein. Nein, nein. So, ich sage auf Wiedersehen. Es hat mich sehr gefreut. Immer wieder gerne. Joyce, ein Traum. Fand ich auch. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Energy. Hit Music Only. Mann, mit der ist immer so schön. Ihr habt Bock auf mehr, dann nächste Woche einschalten. 20 Uhr, Radio Energy, da sind YTT hier. Quasi das sind ja so die Jungs, ne? Das sind ja so die großen Jungs, die jetzt irgendwie einen Kinofilm sogar machen. Einschalten. Sonntag, 20 Uhr, YTT in der YouTube-Show bei Energy.